ihr auch schon als Kind davon geträumt, zu fliegen, zaubern zu können oder eure Lieblingsschauspieler zu daten? Was denn? Ihr nicht? Das Einzige, was man dafür tun muss, ist im Traum zu erkennen, dass man gerade träumt. Dann soll man seine Träume bewusst steuern und gestalten können. Ich bin Will und das werde ich in den nächsten 30 Tagen lernen. Es gibt nur ein Problem. Dafür müsste ich ja erstmal Träume haben. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt was geträumt habe. Ich habe dazu eine Anleitung gefunden, mit der man in 3 Schritten Klarträumen lernen kann. Und die will ich jetzt ausprobieren. Schritt Nummer 1, die Traumerinnerung. Es nützt ja nichts, wenn man zwar Träume hat, sich aber nicht an die erinnern kann. Denn eigentlich haben wir jede Nacht Träume, wir können uns halt noch nicht an sie erinnern. Zumindest ich nicht, denn meine Freundin erzählt mir jeden Morgen, was sie für seltsame Träume gehabt hat und ich schlafe einfach wie ein Stein durch und kann mich an nichts am nächsten Morgen erinnern. Wenn ich also luzides Träumen lernen will, muss ich erstmal lernen, mich an meine Träume zu erinnern. Und um das zu üben, soll ich jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen mir durch den Kopf gehen lassen, was ich geträumt habe und das dann in ein sogenanntes Traumtagebuch einschreiben. Und als ich das dann das erste Mal versucht habe, konnte ich mich tatsächlich an so einzelne Sachen erinnern. Es waren jetzt keine Details, aber ich wusste zumindest noch so grob, dass ich mich irgendwie mit Leuten auf einer Party getroffen habe und da irgendwas seltsam war, aber ich konnte halt auch nicht genau sagen, was das jetzt genau war. Ich schreibe trotzdem einfach alles auf, was mir einfällt und mache das zu meiner täglichen Routine. Und ich habe mich dann manchmal auch mit meiner Freundin drüber unterhalten, was wir nachts so träumen und es ist schon ziemlich witzig, was sich der Kopf da so ausdenkt. Ich mache für das Experiment auch am Mittag einen 20-Minuten-Nap, um einfach so die Wahrscheinlichkeit für die Klarträume ein bisschen zu erhöhen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich mittags meistens ein bisschen intensivere Träume habe als nachts, beziehungsweise mich halt eher an die erinnern kann. Neben dem Traumtagebuch wird auch oft empfohlen, eine sogenannte Traumzeichenliste zu führen. Dazu notiert man einfach alle Dinge, die häufig in den Träumen vorkommen. Nur wusste ich am Anfang nicht so richtig, was das bei mir sein soll, weil ich jedes Mal einfach einen anderen, komplett weirden Traum habe. Dann ist mir aber doch noch was aufgefallen. Und zwar kommen in den Träumen häufig Menschen vor, die ich schon lange nicht gesehen habe, aus der Kindheit oder aus der Schule. Wahrscheinlich hat der Lockdown auch seine Spuren bei mir hinterlassen. Und so eine Liste kann einem dann später im Traum dabei helfen, anhand dieser Zeichen zu erkennen, dass man gerade träumt. Und jetzt, wo die Liste und das Tagebuch soweit ist, fehlt nur noch ein Schritt, um endlich mit dem Klarträumen zu beginnen. Schritt Nummer 2 ist das Traumbewusstsein. Es geht also quasi darum, im Traum zu erkennen, dass man gerade träumt. Doch das ist natürlich viel leichter gesagt als getan. Denn der Teil des Gehirns, der für Logik zuständig ist, ist während dem Schlaf nicht aktiv. Deshalb merken wir oft auch nicht, dass wir träumen, obwohl vielleicht was komplett Verrücktes passiert. Um im Traum zu erkennen, dass man gerade träumt, kann man sogenannte Reality-Checks durchführen. Dazu versucht man Zeichen zu erkennen, die darauf hindeuten, dass man sich in einem Traum befindet und versucht dann die Situation kritisch zu hinterfragen. Solche Tests können zum Beispiel sein, zu schauen, wie viele Finger man an einer Hand hat, ob der Text, den man liest, einen Sinn ergibt oder zum Beispiel auch der Kreisel aus Inception, der im Traum nie umfällt. Und wenn man solche Tests in den Alltag integriert und immer wieder kritisch hinterfragt, ob man gerade träumt, dann soll man das irgendwann auch im Traum machen und dann eben erkennen, dass man gerade träumt. Ich habe gerade meinen Mittagsschlaf gemacht und hatte mal wieder ziemlich weirde Träume. Ich habe irgendwie davon geträumt, dass es so eine Holzdrohne war und die hat so ein riesiges Flugobjekt nach oben gezogen und das Ganze mitten in der Nacht. Auf jeden Fall habe ich dann realisiert, dass ich eigentlich gerade träumen muss, weil das überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber genau in dem Moment habe ich meine Augen aufgerissen und war dann halt wieder wach. Aber ich glaube, das wäre genau der Punkt gewesen, an dem ich hätte in den Klartraum übergehen können, wenn ich nicht wach geworden wäre. Aber dann hatte ich diesen Traum. Jeder konnte auf einmal sehen, was ich im Internet mache. Sie konnten meine Nachrichten und meinen Browserverlauf sehen und ich wusste nicht so richtig, was ich dagegen machen kann. Aber dann habe ich mich in diesen Geist verwandelt und war für alle anderen auf einmal unsichtbar. Ich habe mir dann gedacht, dass das eigentlich nicht echt sein kann und habe meine Augen aufgerissen. Aber dann hatte ich diese App auf dem Handy. CyberGhost VPN schützt eure Daten beim Surfen im Internet und sorgt dafür, dass ihr wirklich komplett anonym unterwegs seid. Die machen das sogar so sehr, dass sie selbst nicht mehr wissen, was ihr online macht. Das wirklich Geniale kommt aber noch. Mit VPNs ist es nämlich möglich, auf geoblockierte Inhalte zuzugreifen. Zum Beispiel gibt es auf Netflix Deutschland nur einen Bruchteil aller Inhalte, die es auf Netflix in den USA gibt. Und mit CyberGhost bekommt ihr Zugriff auf die gesamte Bibliothek. Wenn ihr also einen Film oder eine Serie anschauen wollt, die in Deutschland nicht verfügbar ist, und glaubt mir, das sind echt viele, habt man mit wenigen Klicks Zugriff auf das Netflix in den USA, England, Japan oder wo ihr sonst hin wollt. Und in der Regel gibt es die meisten Inhalte übrigens auch auf Deutsch. Das gleiche funktioniert mit Amazon Prime, Disney Plus und vielen anderen Streamingdiensten. CyberGhost VPN hat schon über 38 Millionen Nutzer, auch einfach weil sie so easy zu bedienen ist. Die App gibt es für Windows, Mac, Android, iOS und für so ziemlich alle anderen Plattformen, sogar für Spielekonsolen und Fernseher. Man kann damit also auch entspannt vom Sofa aus Netflix aus den USA schauen und die App auf insgesamt 7 Geräten gleichzeitig nutzen. Der Kundensupport ist auf Deutsch und zu jeder Zeit erreichbar. Und dank der Geld-Zurück-Garantie könnt ihr das Ganze auch erstmal ohne Risiko für 45 Tage testen. Die Leute von CyberGhost VPN haben mir dazu jetzt noch ein besonderes Angebot für euch gemacht. Über den Link in der Beschreibung bekommt ihr 84% Rabatt und nochmal 4 Monate umsonst obendrauf. Das heißt, ihr müsst nicht mal mehr 2 Euro im Monat zahlen. Moment. Das ist kein Traum, das ist wirklich wahr.
Schritt Nummer 3, die richtige Traumtechnik. Um jetzt also endlich einen Klartraum zu bekommen, muss ich dafür nur noch eine richtige Technik finden, die für mich funktioniert. Und die einfachste Methode sollen sogenannte trauminduzierte Klarträume sein. Also da kann man zum Beispiel diese Reality-Checks machen, um dann eben im Traum zu erkennen, ob man gerade träumt. Ich glaube, ich hatte gerade das erste Mal so einen richtigen Klartraum. Also ich habe im Traum gemerkt, dass es ein Traum sein muss, weil einfach das Zimmer irgendwie so weird aussah und das nicht bei mir zu Hause gewesen sein könnte. Dann habe ich auf meine Hände geschaut und allgemein war alles irgendwie so verzerrt und hat sich komisch angefühlt. Und ich wusste irgendwie, dass es ein Traum sein muss oder dass ich irgendwie nicht gerade bei mir zu Hause sein kann. Und dass es eben nur in meinem Kopf stattfindet. Und ich bin nicht sofort aufgewacht. Das hat mich erstmal mega gefreut. Und dann wollte ich irgendwie was verändern, aber ich habe mich so richtig träge bewegt und bin noch nicht so richtig aus mir rausgegangen und könnte die Umgebung um mich nicht richtig verändern. Und dann hat doch schon der Wecker geklingelt und ich bin wieder aufgewacht. Also ein bisschen frustrierend ist es natürlich immer noch, aber ich denke, ich mache jetzt echt schon große Fortschritte und hoffe, dass ich dann irgendwann in den nächsten Tagen es auch noch hinbekomme, den Traum auch wirklich zu verändern, weil nur dann lohnt sich das ja auch. Leider mache ich in den letzten Tagen kaum noch Fortschritte beim Klarträumen und ich habe das Gefühl, dass ich gerade so auf der Stelle stehe. Aber ich muss dafür vielleicht einfach noch ein bisschen Ausdauer haben, weiter geduldig sein und vielleicht auch noch die ein oder andere Technik ausprobieren. Es gibt aber auch wachinduzierte Klarträume. Dabei versucht man aus dem Wachzustand direkt in den Klartraum überzugehen. Der Verstand bleibt also wach, während der Körper in die Schlafparalyse geht, also quasi einschläft. Und als ich das erste Mal versucht habe, war ich irgendwie in so einem richtig seltsamen Zwischenzustand zwischen Wachsein und Schlafen. Heute hatte ich aber auch das Problem, dass ich gar nicht in der Schlafparalyse drin war. Und als ich versucht habe, meinen virtuellen Körper in der Traumwelt zu bewegen, hat sich halt mein echter Körper bewegt und ich bin quasi wie wach geworden dadurch wieder und ich konnte halt nichts in der Traumwelt wirklich verändern. Auch wenn das die letzten Tage alles nicht so richtig funktioniert hat, will ich das Experiment nicht aufgeben, bevor ich nicht einen richtigen Klartraum geschafft habe. Dazu werde ich heute nochmal eine andere Technik ausprobieren. Dazu stelle ich mir für heute Nacht den Wecker, stehe für so 5 bis 10 Minuten auf und lege mich dann wieder schlafen. Und dadurch soll man schneller in die Klarträume kommen. Wir haben es gerade nachts um 3, man sieht es mir wahrscheinlich auch an, das Licht ist einfach mal viel zu hell. Aber egal, ich versuche jetzt auf jeden Fall nochmal schlafen zu gehen und hoffe, dass ich diesmal richtig einen Klartraum habe. Doch leider ohne Erfolg. An der Stelle war ich wirklich so richtig frustriert, weil irgendwie alle Techniken nicht so richtig funktioniert haben und ich immer noch keinen Klartraum hatte. Ich war wirklich so kurz davor aufzugeben, aber dann habe ich doch noch etwas gefunden. Es gibt das sogenannte aztekische Traumkraut. Das kann man einfach als Tee aufgießen und dann vom Schlafengehen trinken. Und das soll dabei helfen, intensivere Träume zu erleben und auch die Wahrscheinlichkeit fürs Klarträumen erhöhen. Es gibt nur ein Problem. Das Zeug soll wirklich ziemlich eklig schmecken. Ich habe mir gedacht, so schlimm kann das doch nicht sein und habe es bestellt. Es war ein Fehler. So, das Traumkraut ist mittlerweile angekommen und ich habe gerade gelesen, dass es sogar psychoaktiv wirkt. Also vielleicht werde ich auch gleich high davon. Ich werde es auf jeden Fall mal einen Tee aufgießen. Also bis jetzt riecht es eigentlich gar nicht so schlecht, ein bisschen so wie grüner Tee, aber ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Schmeckt eigentlich... Boah. Nee. Boah. Also erst dachte ich so, es schmeckt eigentlich ganz gut, aber der Nachgeschmack ist so absolut ranzig. Ich habe gar keinen Bock, aber was soll's. Ich glaube, ich werde es ächzen. Ich sag's euch, ne, wehe, das bringt nichts. Das kann man nicht ächzen, das ist... Oh. Ich habe, glaube ich, noch nie sowas Ekliges getrunken. Mir war danach wirklich richtig übel. Ich war wirklich so kurz davor, mich zu übergeben. Ey, eigentlich sollte das ja kein Drogenexperiment werden. Ich gehe jetzt mal pennen, drück mir einfach die Daumen, dass das irgendwie klappt. Guten Morgen. Also ich hatte heute zwar wirklich ziemlich detaillierte Träume und kann mich auch noch an die erinnern, aber ich hatte leider keinen Klartraum. Das heißt, ich werde das Zeug nochmal trinken müssen, damit ich irgendwie zu meinem Klartraum komme. Ich habe mir dieses Gebräu noch einige Tage weiter reingezwungen, leider alles ohne Erfolg. Die 30 Tage waren dann noch um und ich habe das Experiment eigentlich schon für beendet erklärt und dachte, dass all die Arbeit umsonst ist. Aber dann habe ich mich zum Mittagsschlaf hingelegt und da war er. Hey Leute, ich glaube, ich habe gerade meinen ersten richtigen Klartraum gehabt. Ich bin gerade mega happy. Also ich habe mich ganz normal zum Mittagsschlaf hingelegt und habe mir vom Einschlafen nochmal so richtig bewusst gemacht, dass wenn ich das nächste Mal zu Bewusstsein komme, wahrscheinlich nur im Bett liege und träume und ich mich eben fragen soll, ob ich gerade träume. Und dann ist genau das im Schlaf passiert. Also ich bin eingeschlafen und dann habe ich mir bewusst gemacht, dass es eigentlich gerade ein Traum sein muss. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie der Traum am Anfang war, aber mir ist dann sofort eingefallen, dass ich gerade eigentlich im Bett liege und das nicht sein kann. Und dann hat sich der Traum irgendwie ganz schnell verändert und ist dann in so eine Art Klartraum übergegangen. Und ich muss sagen, ich hatte am meisten Bock, mich erstmal wie Spider-Man von einem Hochhaus zu schwingen und ein bisschen durch die Stadt zu schwingen. Und das hat irgendwie so viel Spaß gemacht. Also ich wusste ja, dass ich im Bett liege, aber irgendwie hat das trotzdem so viel Adrenalin oder ja dieses Gefühl ausgeschüttet, als würde ich eben das in echt machen und als würde ich da runterspringen. Dieses Fallen hat sich irgendwie so real angefühlt. Gegen Ende des Traums habe ich mich dann ein bisschen mehr auf mein Körpergefühl konzentriert und da ist dann mein virtueller Körper, mein Spider-Man-Körper, wieder zurück in meinen normalen Körper gegangen.
gegangen und dann bin ich halt so nach und nach aufgewacht, aber es war auch nicht dieses typische Aufwachen, was ich normalerweise habe, wenn ich jetzt durch den Wecker oder auch einfach so aufwach, dass ich danach so übertrieben müde bin, sondern ich bin jetzt ziemlich wach, aber ich bin mir halt trotzdem sicher, dass ich richtig geschlafen habe, weil es sich eben so krass angefühlt hat und ich jetzt nicht nur drüber nachgedacht habe. Und mein Körper war auch währenddessen zumindest am Anfang in dieser Schlafparalyse, wo ich ihn eben gar nicht bewegen konnte. Es ist echt mega schwer zu beschreiben, was ich da erlebt habe. Es war einfach so voll das intensive Gefühl und ich würde es, glaube ich, am ehesten beschreiben wie ein super realistisches Computerspiel und ich finde, es hatte auch ein bisschen was von psychedelischen Drogen. Ob jetzt diese ganzen Techniken dazu geführt haben, dass ich endlich meinen Klartraum hatte, da bin ich mir nicht so wirklich sicher. Ich habe eher das Gefühl, dass diese Anstrengung so ein bisschen kontraproduktiv dafür war. Was noch am ehesten geholfen hat, war mir vorm Schlafen nochmal bewusst zu machen, dass ich gleich einen Klartraum haben will, aber ich denke trotzdem, dass das auch zum Großteil zufällig ist und es ist auf jeden Fall kein Skill, den man einfach so lernen kann und dann jeden Tag einen Klartraum hat. Mir hat es trotzdem mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich sowas irgendwann nochmal erleben kann. Ich will aber nicht so lange warten, bis ich wieder fliegen kann, deshalb werde ich mir nächste Woche im echten Leben beibringen zu fliegen. Vergesst nicht, CyberGhost in der Beschreibung auszuchecken. Wir sehen uns nächste Woche. Ich bin raus.